weiß jetzt nicht, ich habe den Überblick verloren, wer alles da ist, aber ich lese Ihnen mal die Namen derer vor, die hier ausstellen. Das ist zunächst in alphabetischer Reihenfolge Dieter Balzer. An den werden sich die Speyerer auf jeden Fall erinnern, denn er hat ja den Blumann-Preis 2000 bekommen. Dieter Balzer, er ist ausgerechnet nicht hier. Dann natürlich Edgar Hiel, Sie haben ihn schon gesehen. Herr Ulrich Diekmann, den habe ich auch schon gesehen. Mit der kompletten Kunst ist, dass Sie eigentlich mit dieser unvorstellbaren, ungeheuren und verlogenen Zwischengattung des Reliefs, unentschieden zwischen zweiter und dritter Dimension, gar nichts anfangen kann. Denn die konkrete Kunst ist angetreten, einstmals angetreten, genau das zu zeigen, was der Fall ist. Ja? Das heißt, die Farbe soll sich selbst in Erscheinung bringen. Eine Form soll sich zeigen in ihrer Formhaftigkeit, ein Stein in seiner Schwere, ja? Eine Linie in ihrer Linearität. Ja? Dieses Programm der Ehrlichkeit, das schon damals fragwürdig war in den 20er Jahren, die verstritten und mörderisch waren in Deutschland oder andernorts auch, vielleicht nicht ganz so in der Schweiz, dieses Programm war immer idealistisch gewesen. Es hat eigentlich nie funktioniert, aber es war, das gehört zum Idealismus, es war ein Gegenentwurf. Es war der Versuch zu reinigen. Etwas, was damals weggereinigt wurde, war eigentlich das Reliefhafte. Das Reliefhafte in all seinen Tricks, in seinen exponentiellen Abkürzungen der tiefen Dimension, die nur vorgetäuscht wird. All das sollte sozusagen extirpiert werden aus der Kunst, obwohl es nicht explizit erwähnt wird. Das heißt, dass die konkrete Kunst eigentlich von Anfang an programmatisch ein gebrochenes Verhältnis, eigentlich gar keines, zum Relief haben musste. Faktisch bin ich widerlegt, denn seit Anfang an gibt es Reliefs in der konkreten Kunst, über dem, was man weitesten Sinnes dazu zählen könnte. Trotzdem ist es sozusagen ein hölzernes Eisen. Warum gab es trotzdem Reliefs? Weil die allermeisten Dinge eben, das ist ein Wortspiel, das können Sie im Katalog genauer nachlesen als hier, werden es Ihnen versuchen, verklärt zu erklären. Die meisten Dinge sind nicht Relief, sie sind kein Relief, sie haben nur Relief. Etwa wenn ich schlechte Haut habe, dann hat meine Haut Relief. Oder wenn ich eine Parmesanreibe habe, die hat Relief. Wenn sie keins hat, kann ich stundenlang reiben und es passiert nichts. Ja? Sie hat Relief. Parmesanreibe. Ein Trittgitter, ja, um mir die Füße abzuputzen, hat Relief. Es ist keins. Und wenn ich es hinhänge, dann sieht es ja schon sehr ähnlich aus wie konkrete Kunst, ja, Metallgitter. Dann hat das erstmal Relief. Es ist doch keins. Wenn es eins wäre, hieße das, dass die dritte, die Tiefendimension, die da reingeht, ja, die faktisch nur ein Zentimeter, zwei Zentimeter sind, eigentlich Tieferes meinen müsste. Ja? Mit ganz bestimmten Tricks der Unterschiebung. Ja? Das heißt, dass etwas, was in die Tiefe geht, immer wieder nach vorne klappt und immer wieder nach vorne klappt und so weiter. Also viele Werke konkreter Kunst haben sozusagen nur Relief und dafür gibt es Beispiele in dieser Ausstellung. Andere Werke in dieser Ausstellung, die lockern einfach die Prinzipien konkreter Kunst auf. Ich glaube, das tun fast alle Werke in dieser Ausstellung, ohne dass sie mit dem Geist dieser Kunst völlig brechen. Und schließlich ist natürlich auch die Möglichkeit gegeben, die Prinzipien des Reliefs aus der Warte konkreter oder reduzierter Kunst zu thematisieren, sie zum Thema zu machen. Und das könnte durchaus im Geiste konkreter Kunst geschehen. Das ist ja genau das, was dort Programm war. Ich hatte da den Ehrgeiz, was das Relief angeht, Leute, Positionen zu finden, die unvergleichlich sind. Es gibt im Bereich der konkreten Kunst sehr vieles, was sich ähnlich sieht, wo man auch die Autoren miteinander verwechseln kann. Und ich habe das dann als Gelegenheit genommen, auch mal wieder richtig zu forschen, in Kunstvereine zu gehen, Katalogen zu wälzen. Deswegen ist diese Ausstellung auch international geworden, weil die Positionen, die wirklich sehr eigenständig sind, die sind nicht alle auf einem Platz. Und ganz besonders nicht in meinem Freundeskreis. Die Ausstellung findet an insgesamt 6 verschiedenen Orten statt. Das war auch eigentlich nicht geplant. Dieser Katalog übrigens dürfte wohl nochmal sehr wertvoll werden. Christian Jarnecke hat bei der Recherche herausgefunden, seit 30 Jahren hat niemand mehr über dieses Thema etwas gemacht, was irgendwie publiziert ist, was man irgendwie durch Nachforschung herausbekommen kann. Das heißt, Relief-Reduktiv schließt eine kunsthistorische Lücke. Es gibt alte Dokumentarkataloge, die mittlerweile sehr viel wert sind und den kriegen Sie für 12 Euro. Also ich würde Ihnen raten, den mitzunehmen und dann können Sie noch vieles nachlesen über die Künstler. Ich bin überzeugt von der Bedeutung und der Wirkung ungegenständlicher Kunst.
Noch ein Wort dazu, wenn man als Künstler kuratiert. Wir Künstler sind die Einzigen, die wirklich umständlich sind. Unsere gesamte Arbeit besteht aus Sehen, Schau. Wir sehen den ganzen Tag ab, gucken, beurteilen. Ist das gut, was ich gemacht habe, ist nicht gut, was ich gemacht habe. Uns überzeugt überhaupt nicht, ob jemand irgendwo einen Preis bekommt, in einem Museum ausstellt und alle Laudatoren darüber jubeln, wenn das schlecht ist. Wir schauen uns an, zucken die Schulter, gehen raus und sagen, was war das? Deswegen ist eine Ausstellung, die von einem Künstler kuratiert wird, auch entsprechend ausgesucht. Ich habe jedes einzelne Werk in den Ateliers ausgesucht. Dieter Walzer zum Beispiel, unten in Parterre, hat eine sehr eigenständige Arbeit erarbeitet aus ganz kleinen MDF-Stäben, die er mit Folien beklebt. Dazu muss er in einem Programm, in dem Illustrator, ganz genau forschen und arbeitet mit ganz kleinen Sägen, mit Modellbau. Das ist eine most sophisticated work, die in den USA auch Erfolg hat. Also es ist immer schwierig, überhaupt Arbeiten von ihm zu bekommen. In der Liste sehen Sie unverkäuflich. Sein Galerist aus Nürnberg, der hier ist, hat schon eine abgeholt, die im Lager lag. Also ganz erfolgreiche. Gerhard Frömmel aus Österreich ist jetzt mit nur drei kleineren Arbeiten vertreten. Er hat in Wiesbaden eine große Bodeninstallation, ist auch sehr gefragt, gehört da zu den, in den konkreten Galerien, zusammen auch mit Gerd Riel, zu denen, die ständig Ausstellungen haben, immer Mangel, kriegt noch genug Werk für dies und jene. Und das ist eine ganz klassische Position des konkreten Reliefs. Also ich kann nur sagen, die meisten, die ich kenne, die waren als Jugendkünstler nicht so interessant. Und konkrete Kunst, diese Geschichten, die Sie hier sehen, wo man denkt, naja, das ist ja wohl das Einfachste. Dazu muss man reif sein als Künstler. Ich habe niemanden gefunden, unter 40, der auf dem Gebiet der reduktiven, der einfachen, reduzierten Kunst etwas geleistet hätte. Das Einfachste ist das Schwierigste. Und sich dann nur mit den Mitteln auseinanderzusetzen, die eigentlich nichts Gegenständliches mehr zeigen, ist ein Risiko und für den Künstler natürlich eine Herausforderung, und es macht viel mehr Spaß, sich von Gegenständlichkeit befreit in eine ganz andere Welt, in die der Abstraktion und, ich würde sagen, der Spiritualität zu begeben. Manfred Graf, hier bestens bekannt, hat ja eine riesen Einzelausstellung. Ich sagte, er muss unbedingt teilen, aber er sagte erst, ich weiß, ich habe die ganzen Arbeiten, ich habe sie hier schon gezeigt worden, ich muss jetzt was Neues machen. Zuerst hat er nur einen, dann hat er dann doch drei oder vier Arbeiten gezeigt. Braucht sich ihm nicht viel sagen, hat auch einen sehr schönen Text zu seiner Arbeit. Ist etwas, das von links, von vorne und von rechts wirklich unterschiedlich aussieht. Und deswegen sollte jeder auch mal sich das von rechts, von links und von vorne angucken. Einfach drum rumgehen, was sich da entwickelt, was da passiert. Gehen Sie ruhig mal ganz drüber. Jetzt gehen Sie einfach dran vorbei. Schämen sich nicht vor den Leuten, vor der Nase. Ich bin nicht da. Ich bin jetzt gar nicht da. Ich kann mich gar nicht kümmern. Das ist ein Profi, der weiß genau, wo er die Kamera hinhalten muss. Also Sie müssen einmal von vorne, von links und von rechts gucken. Und da fällt Ihnen sicher was auf. Ja, von der Seite sieht man noch viel mehr. Ja, aber was? Was Ihnen aufgefallen? Ja, das ist total ein neues Bild. Das hier finde ich absolut genial. Kümmert sich nicht um mich. Der Nähmaschine arbeitet. Hier sind einfach nur ein paar Nägel in die Wand gehauen. Und Bänder sind hier gespannt, die eine Perspektive, ein Relief darstellen, das eigentlich eher gemalt sein könnte. Und diese Ambivalenz zwischen der Fläche und dieser Figur, man kann sich ja vorstellen, ja, das ist jetzt hier so ein Boden, da hinten ist die Wand. Hier ist die Seitenwand, ja? So eine Perspektive ist da drin. Die ist, also einmal haben wir diese Perspektive, dann habe ich wirklich die Bänder, die so ein Stück von der Wand rausstehen, und dann habe ich eigentlich dieses Bildmotiv. Ausgesprochen originell. Auch in den kleinen Arbeiten, die sind einfach richtig klasse. Sowas ist, das ist Avantgarde-Kunst vom Westen. Und das ist auch ein weiteres Kriterium von konkreter Kunst, die reagiert ganz stark auf die Umgebung, die spielt mit der Umgebung zusammen. Und verändert sich stark, und das Licht sich verändert. So eine Rüstlandschaft, die lesen Sie dann eben bei schlechtem Licht schlechter, bei gutem Licht besser. Und wenn es glänzt vom Firnis, dann ist es ganz blöd. Aber sowas verändert sich dauernd. Das kriegt jedes Mal seinen Charakter. Ja, da ist die Lichtreflexion der Wand. Ja, und genial. Das ist ein weiteres Prinzip konkreter Kunst.
durch Simplizität Komplexität zu erreichen, durch Einfachheit Komplexität. Das ist ganz einfach. Das sind vier verschiedene Farben, die sind einfach nur zusammengelegt. Dadurch entstehen schon mal verschiedene Raumsituationen. Dann, man sieht, wie es gemacht ist, Durchschaubarkeit auch. Es sieht total einfach aus. Es ist nicht irgendwie ein großes Geheimnis, oh, was der Tolles kann und so weiter, sondern sie sind irgendwie so emanzipiert, dass sie können sagen, könnte mir zu Hause eigentlich auch nähen, ich fange mal da ein bisschen an, hat mich inspiriert oder so. Und sie haben diese ganz starke Wirkung der Lichtsituation im Raum. Und wenn man sich ein bisschen mit der Motorsäge auskennt, weiß man, wie der das gemacht hat. Der hat dieses gekrümmte Stück Holz genommen und ist hier mit dem Schwert hier so rein und hat es da drin umgesägt. Da entsteht diese Struktur, die unheimlich malerisch ist. Und die so ein bisschen, das hat so was Humoriges. Deswegen habe ich den ausgesucht, der einzige überhaupt, der auch mit Holz arbeitet, der das hier. Das war ein Stück Holz, das hat er eingesägt. Hier, so eingesägt. Ja, sehen Sie das? Und dann hat er es aufgerissen. Das passt genau hier rein. Das ist genial. Ganz einfach. Ein bisschen auswendig aufgeschlagenes Buch, kommt eine Axialsymmetrie, ja, so eine spiegelverkehrte Morphologie, also ein Relief, modell, so ein Landschaftsrelief, ja, eine Reliefkarte zum Beispiel. Das war ja auch eine große Kraft, dann wirken ein bisschen anders. Van Dijk aus Leiden bei Amsterdam, die macht diese Art von Grand Bleu. Jetzt, hier ist es ja auffällig, in der Ausstellung in Wiesbaden, wo es anfing mit Relief Reduktiv, da hatte sie ein Quadrat, nur so ein Quadrat. Und das hatte sie so gemalt, dass Leute wirklich hingingen und wollten dann so gucken, wie ist das jetzt eigentlich? Kann man nicht dahinter fassen. Das ist eine ganz einfache Geschichte, aber ich finde es bezaubernd, bezaubernd. Diese Wand ist auf eine bescheidene und schöne Art gefüllt und so mit Sinn angereichert, dass man wirklich nachdenken kann und Spaß hat, da hinzugucken, obwohl ganz wenig drauf ist. Ein bisschen Graffit. Man hat ja wohl zwei Tage mal gearbeitet, ist extra hier gekommen, hat die Woche vorher hier gearbeitet, hat hier gewohnt. Der in New York, San Francisco, Hong Kong, also diese großen Galerien ausstellt. Und wo ich dann bei diesen Ausstellungen das Problem habe, hat er Arbeit, die er zeigen kann. Ja, er hat die schon verkauft, aber die kann nachher nicht in anderen Ausstellungen mit abholen, wenn er das schon abholt. Die hat er noch, die hat er vorher nicht gehabt, die wurde dann frei, die war in anderen Ausstellungen drin. Der ist richtig gefragt. Und der macht sich halt lustig, dass das im Prinzip nur Keilrahmen mit Leinwand respondiert. Aber wie ist der Keilrahmen? Der verträgt ihn in jede Richtung. Das ich, alles, was man sich vorstellen kann, hat er schon gemacht mit dem Keilrahmen. Hier wieder so die Ecke passt. Für die Geschichte. Ja, das kann sein, dass das Element ist. Das glaube ich schon, ne? Das sind Elemente, die an der Zusammenhang. Aber schaut mal, wie die gebaut sind. Da können Sie ja hintergucken. Der hat auch einen Schreiner schon mal beauftragt und der hat ihn nicht zufriedengestellt. Der braucht es alles selbst. Also der hat eher eine Schreinerwerkstatt als ein Atelier. Und ein Raum, der staubfrei ist, wo er dann gespannt und bemalt. Ganz hoch aufgeschossen, ein ganz schmaler niederländischer Künstler, der viel jünger aussieht als er ist, er sieht aus wie mit 30 oder 50. Und international erfolgreich, so eine Arbeit kostet 25.000 Euro. Das hier ist was ganz anderes, es ist so zart und hat mich nie überzeugt von der Abbildung. Bis ich mal ein Original gesehen habe und habe gedacht,
Präsenz, die hat ja im Prinzip dieses, das heißt, der Titel heißt, eine der unendlich vielen Möglichkeiten, ein Rechteck mit unterschiedlichen Positionen zu sehen. So ganz leicht gebogen. Und hier hat er verschiedene Formen von perspektivverzerrten Rechtecken draufgesetzt. Und ich finde es einfach schön. Ich finde, die haben so eine Spiritualität, die haben so eine Feinheit. Man könnte meinen, es sei von einer sensiblen Frau gemacht, aber das ist eigentlich ein ziemlich bodenständiger Mann, der Guido Winkler. Das ist so ein humoriger Typ, dem man jetzt so eine Arbeit gar nicht zum Trauen würde. Und wie das hier unten hier so in die Spitze reingeht, wie die Energien fließen, ich finde es einfach köstlich. Das ist sehr traditionell eigentlich. Im Gegensatz zu den anderen Ansätzen, die schon ungesehen sind. Es gibt schon Sachen, die so in der Nähe sind, aber diese Feinheit, die hat sich echt überzeugt. Was sehen Sie hier für Farben? Blau und rosa. Blau und rosa? Pink. Pink und blau. Und was sehen Sie hier? Grau. Und schauen Sie nur mal kurz die beiden anderen an. Aber dann konzentrieren Sie sich mal drauf und kommen mal näher. Und schauen sich an, wie die Farben sich verändern, wenn Sie näher kommen. Und aus dem Grau wird plötzlich. Das ist der sogenannte Betzold-Effekt. Betzold-Effekt oder Assimilationseffekt. Den Simultankontrast hat man in der Schule mitbekommen, wenn man Kunstunterricht hatte. Ein roter Punkt auf dem weißen Blatt sieht rot aus, aber ein roter Punkt, derselbe rote Punkt auf dem grünen Untergrund sieht viel roter aus. Das heißt, die Gegenfarben verstärken sich sozusagen. Und hier ist genau umgekehrt, die Gegenfarben schwächen sich. Hier wird aus Rot und Grün wird Grau, weil das in schmalen Streifen zusammenliegt. Und auf die Entfernung, die Sehzellen von den benachbarten Sehzellen, die praktisch die Gegenfarbe produzieren müssen, beeinflusst werden. Es subtrahiert sich. Ja, das ist wie einer, der in die eine Richtung will, der andere in die andere Richtung und keiner bewegt sich mehr. So entsteht Grau. Also wenn die beiden Farben so zusammenmischen, würde auch Grau entstehen. Das haben die Manti-Impressionisten, Signac und so weiter, die haben das benutzt. Wenn die Augen zusammengreifen, sieht man das anders. Da kann man das als komplett als Fläche sehen. Als der Fläche, ja. Und wenn Sie drumherum gehen, haben Sie natürlich von links und rechts und von vorne unterschiedliche Perspektiven. Alle Farben werden Grau. Das sind Arbeiten von mir. Oder hier, wenn Sie sich das anschauen, hat man hier das Gefühl, es sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 verschiedene Farben. Also jeder Streifen hat eigentlich eine andere Farbe. Ja. Aber was tatsächlich verwendet ist, ist ein Pink, ein Orange und ein Grün. Steht nur unterschiedlich im Licht. Auch wenn ihr das Thema durch Einfachheit Komplexität erzeugt. Und sie lernen was über ihre Wahrnehmung, sie lernen was über das Sehen. Sie erfahren ihren Sehprozess, der ist auch defizitär. Es gibt bestimmte Dinge, ja, das Gehirn ist zur Hälfte mit Sehen beschäftigt. Der Sehimpuls wird in 26 verschiedene Kategorien unterteilt. In allen Einzelverarbeitet, dann mit allem, was sie gelernt haben, im Gedächtnisspeicher verglichen und dann wird ein Bild produziert, was in ihrem Gehirn entsteht, was dem in irgendeiner Art und Weise nahe kommt, je nachdem, wie viel sie einzelne Gehirnzellen ausgebildet haben. Und bei der Sicht von konkreter Kunst stellt man fest, die meisten Gehirne sind dafür nicht trainiert. Also bei manchen Bildern von mir fangen die Leute an zu sagen, die fangen an, sich zu bewegen, die schweben, die werden größer, werden kleiner, die wackeln. Das alles, weil das Gehirn immer guckt, mit welchem Zentrum kann ich das jetzt eigentlich, wie ein Computer, der irgendwas eine Aufgabe bekommt, wo er noch kein Programm für hat. Der ist ja auch ständig am Rumsuchen.
Nur unser Computer ist trainierbar. Mir passiert das nicht mehr. Ich sehe das nicht mehr so, dass es weiter ist. Das ist auch eine Form von Bewusstseinserweiterung. Wenn man seine Sehfähigkeiten durch diese Art von Kunst trainiert. Was ganz wichtig ist noch bei diesen Werken ist, er ist hier nicht so optimal. Ich wollte eigentlich immer gerne Seitenlicht haben. Das haben wir so ein bisschen hingekriegt mit den Scheinwerfern. Aber ich zeige Ihnen mal, wie so ein Bild von hinten aussieht. Bei meinen darf ich das am ehesten noch machen. Und wie die sich verändern, wenn die richtig im Licht- und Schattenspiel stehen. So sieht das von hinten aus. So sieht das von vorne aus. Und wenn ich das jetzt drehe, entsteht auch richtig dramatischer Schatten. Ja. Das ist also viel interessanter. Vielfarbigkeit letztlich, gell? Ja. Wenn also richtig seitlich, wenn Sie es an der Wand hängen haben und rechtwinklig dazu ist ein Fenster, dass das Licht von der Seite auftrifft, ist so ein Relief natürlich am besten getan. Das konnten wir jetzt nicht so herstellen. Motor dahinter und drin. Motor. Haben Sie das erst gefaltet und dann bemalt? Ja. Das ist Aluminium, oder? Aluminiumblech, ja. Sie haben gesagt, hallo, würde ich auch erst sagen. Aber nee, da steht Havoc. H-A-V-O-C. Havoc. Das heißt eigentlich Chaos. Ein englisches Wort für Chaos. Wie ist das gemacht? Sie gucken doch gerade so schön dahinter. Erklären Sie mal, wie ist das gemacht? Sagen Sie mal, was Sie sehen. Einfach mal blau und so wechselt. Gelb ist bemalt durch die Reflexion. Reflektiert an die Wand. Und die sind vermutlich in einem bestimmten Winkel. Sind die leicht geknickt? Sind leicht geknickt. Ja. Das ist einfach nur ein Alustreifen, der ist geknickt. Im selben Abstand gehängt, wie er breit ist. Mhm. Rückseite bemalt, dass diese Wirkung entsteht. Sau einfach. Einfacher geht es gar nicht, aber wenn wir davor stehen, entsteht ein unglaublicher Raum. Was wir jetzt hier haben, ist, dass das Licht, was von hier kommt, wird von dieser Seite reflektiert, ja. Und die ist dunkel. Und so verändert sich das dramatisch mit jeder Veränderung vom Licht. So sind die guten Werke der konkreten Kunst, die haben diese Eigenschaft. Da hat mir ein Kollege, der mich öfters mal anruft und hat gesagt, da habe ich eine Webseite gefunden. Lutzer, ja, guck dir das mal an. Da habe ich mir Fotos angeguckt. So, weiß nicht, wie das aussieht, wie eine Haufen Scheiße. Und so also als Bodenarbeit, das zeige ich nicht. Und dann habe ich in der Galerie ausgestellt. Nee, das ist keine Chance, natürlich nicht. Aber das ist auch die Abbildung, wenn Sie es umlegen und Sie haben ein Schwarz-Weiß-Foto und wissen nicht, dass das schwarz ist, sondern Sie können auch braun sein, Sie sagen, naja, Fladen in Rechteck. Und dann habe ich diese Arbeit gesehen in der Ausstellung, in der Galerie, wo ich der nächste war, der ausgestellt habe, die gesehen habe, das ist der Wahnsinn. Das ist so frech, das ist so. Ich weiß gar nicht, wie ich das ausdrücken soll, was mich daran fasziniert. Mich fasziniert auch daran, dass es so ungewöhnlich ist und dass es sicher auch ein bisschen Provokation hier reinbringt, weil die anderen Sachen sind ja alle sehr elegant gemacht. Da muss man schon in die Knie gehen und sagen, toll, wie das hier alles geformt wurde. Und hier, das ist Eisenoxid, also Rost, und schwarzes Pigment, also Ruß, und Leinöl als Bindemittel. Und es braucht ein halbes Jahr, bis sie trocken sind. Und die Dinge sind sauschwer. Das wiegt 10 Kilo ungefähr. Das ist 25. Rost, Eisenoxid. Das bricht wie ein Eisenblatt. Und das ist ein ganz bescheidener, ganz zurückgreifender Künstler aus Stuttgart, der so hilflos teilweise wirkt und solche Sachen macht. Und hier gegenüber hängt der Andreas Kopf. Das ist einer, der in den USA Riesenerfolge hat. Die Arbeit kostet, glaube ich, 20.000 Euro. Der macht über Sachen, die doppelt so lang sind, die auch noch einmal so teuer sind. Die ist jetzt so ein bisschen ornamental. Er macht so Arbeit, die sehen aus, als hätte einer mit Wut in einer Fahrbahn geklatscht. Das wäre so runtergelaufen. Das ist aber ein ziemlich teures Aquarellpapier und mit Graffit eingesprüht, eingerieben und mit Nadeln an die Wand genagelt. Ein bestimmtes System. Und die Arbeit hat er schon auf Messen gezeigt. Die gehen auch um die Ecke rum. Auch einer, der etwas macht, wo man sagen kann, ich kenne niemanden, der sowas bisher vorgetragen hat.
Das sieht aus wie ein Metall. Das ja, okay. Ich also, kommt durch den metallischen Glanz von dem Kaffee. Gut, München. Das ist der Andreas Rox, der bei der Daniel Wächter Galerie in New York vertreten war. Ja. Das spricht im Prinzip für sich, das ist Kurzfilm. Das ist also so eine Minute lang. Hier ist natürlich auch der Tongebung dieser Wortreihe. Das ist zwar so ganz geometrisch und so ganz stringent und auch reduziert. Vier Farben, schwarz. Aber so vom Soundtrack her und dieser Spielerei hat es auch was Augenzwinkerndes. Und es ist natürlich schon wieder Erzählung. Das zieht natürlich mehr Aufmerksamkeit auf sich als ein stilles Bild. Ne? Also hier wird man gerne zu, hier wird man auch unterhalten auf eine Art. Ja. Ich kann mir sagen, dass es nicht aufwendig ist, so zu produzieren, dass es so funktioniert. Der Künstler steht hinter ihm, dass der, der die Kamera da hat, der hat das gemacht. Und er hat so mit Flechtbildern, er hat also irgendwie dieses Prinzip, was in den Filmen zu sehen ist, hat er auch in Wandarbeiten schon lange sich beschäftigt. Und er hat eigentlich ein ganz großes Werk, auch mit sehr viel figürlicher Arbeit. Er macht doch Filme, wo er selbst mitspielt, so ganz kurze, witzige Sachen. Wenn Sie mal auf seine Website gehen, Ulrich Diekmann, da sehen Sie die ganzen unterschiedlichen Werkkategorien. Er macht nicht viel zu viel. Ich muss ja filmlich erklären, kurz. Er hat eine Glasplatte genommen oder einen Untergrund und hat darauf Acrylfarben schichtweise geschüttet. Stimmt nicht ganz bei denen. Das sind andere Bilder mit der Glasplatte. Ach so, das die sind einfach aufeinander geschichtet in vielen Schichten. Und wenn es aber unten lag irgendwie ein Holzbrett drunter. Nichts drunter. Einfach nur mit, in dem Fall mit, also mit Spachtelmasse, also Acrylspachtel. Ja, aber das liegt auch am Tisch erst. Das liegt natürlich klar. Und dann zum Schluss, wenn es eine bestimmte Dicke hat, wird es abgeschliffen nass. Das Interessante halt ist, dass dadurch, wenn man diese, so wie es am Rand aussieht, sieht es auch an der Oberfläche aus, weil das trocknet ja unterschiedlich. Da hat man so eine Reliefstruktur wie eine Reliefkarte. Und das hat er mit ganz viel Mühe, dieses Acryl geschliffen, erstmal grob und dann mit Nassschliffpapier, mit Wasser. Und das Zeug ist spröde, es hat also sehr die Gefahr, dass es reißt, dann kann er es wegwerfen. Und dadurch entsteht ein Schnitt wie durch einen Edelstein, so einen Halbedelstein. Und das Relief, das da ist, kann man sich vorstellen. Also hier, wo grün ist, können Sie sich vorstellen, war ein grüner Berg. Den hat er runtergeschliffen bis auf den Sockel und drumherum war rot. Ja, also diese, man kann sich vorstellen, das ist auch so eine Art Scheinrelief, in der Art wie von der Imke van Dijk, die Graffitarbeit an der Wand. Also ein Relief, aber auch eine ganz besondere Art. Und zwar sind das Drahtseile. Die hat er auf eine bestimmte Art und Weise miteinander verbacken, den er nicht verzinkt hat und dann hat er die geschnitten. Und das läuft durch hier. Also das hier geht hier weiter. Das war ein Stück von der Küche. Ja, das hier geht hier weiter. Das geht da weiter. Das geht da weiter. Sie können das zusammen. Also die hat er erstmal, das waren Würfel, die hat er erstmal in Scheiben geschnitten, in Scheiben, die von hier bis hier gingen. Und dann hat er in die Mitte nochmal geteilt. Und er hat eine aufwendige Werkstatt, der arbeitet mit Glas. Der schneidet Glas, klebt Glas, schreddert Glas und dann muss er Schutzanzüge anziehen, Atemschutz haben, absaugen, weil die kleinen feinen Glassplitter rumfliegen. Das ist eine der aufwendigsten Arbeiten von den Künstlern, die ich hier gezeigt habe. Hat auch 4-5 Assistenten, die ihm helfen. Mhm. Ist sehr erfolgreich. Witzig, ne? Die macht er auch als Blöcke, die nennt er Gordische Knoten. Gibt es Dinge, die sind so groß. Ne? Wie so ein riesen Stahlseilknoten. Und aber scharf geschnitten. Und hier ganz glatt, aber die Ränder sind, muss man mit Handschuhen aufhängen. Das hat er jetzt im letzten halben Jahr entwickelt, das habe ich bei der letzten Ausstellung noch gar nicht gesehen. Diese Arbeiten,
einer von denen, also von denen habe ich mehrere gezeigt, als ich 2010 über die Art Karlsruhe ging, habe ich Leute getroffen, so Kollegen, habe gesagt, was war denn das Beste, was ihr gesehen habt seitdem? Fünf haben gesagt, Gerd Riehl. Das sind diese einfachen Schleifen aus Alublech, die er hinten zusammengeschliffen hat, unglaublich hoch poliert und dann mit Autolacken versehen. Und wenn die ein gutes Licht haben, sind da unglaublich viele Läufe drin. Also ich fand die von der Schlichtheit, dadurch, dass sie so geschlossen sind und dann trotzdem offen, fand ich die am besten. Und dann sagte mir vom Halben, er hat neue Arbeiten. Da war ich gerade in Stuttgart in seinem Atelier und da sehe ich die Sachen hier. Und da denkt man, naja, so ein junger Künstler, der hat dauernd neue Ideen und bringt die auch zur Perfektion. Von wegen, der Mann ist über 70. Und in seinem Alter bringt er ständig noch Erneuerungen. Und das sieht aus, als wäre das für einen jungen Amerikaner gemacht oder so.